Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge T-Basics. Heute zeige ich euch, wie man Ziegelsteine bzw. Klinkersteine bemalt. Ja, willkommen aus dem Tabletop Basement Studio und zu einer neuen Folge T-Basics. Ich habe oft von euch in den letzten Monaten die Frage bekommen, Mensch, sag mal, wie würdest du Ziegelsteine anmalen bzw. Klinkersteine? Und oft habe ich es auch schon gesehen, dass ja, das Verwenden von schwarzen und braunen Washes, das ist natürlich so, ja, okay, wir schattieren das jetzt mal schnell ab, bürsten das noch ein bisschen trocken und dann ist das unsere Mauer. Das sieht teilweise auch gut aus, na klar, aber es ist eigentlich falsch, weil wenn ihr mal rausgeht und guckt, wie sehen eure Klinkersteine draußen aus, dann ist oft, meistens, eine Fugenmasse aus, ja, aus Weiß, Grau, Ivory, so elfenbeinmäßig. Es gibt auch dunkelbraune, dunkelrottöne, gibt es natürlich auch, das ist aber eher selten. Also das, was ich eigentlich immer so sehe, ist meistens eine weiße Fugenmasse oder eine hellgraue Fugenmasse. Ja, aber wie kriege ich denn jetzt diese weiße Fugenmasse in dieses Klinkerstein rein? Natürlich könnte ich jetzt das Ganze weiß grundieren und einfach mit dem Hauptton trockenbürsten. Ja, das funktioniert, ist aber auch schwierig. Ich finde es gerade so, gerade wenn man zum Beispiel altes Mauerwerk hat, gehen wir mal von altem Mauerwerk aus, dann hat man oft auch noch diesen Putz, der so ein bisschen über die Ziegel geht und also es ist alles so ein bisschen, das geht so ineinander über. Gehen wir jetzt von einem kompletten Neubau aus, da haben wir natürlich den super sauberen Klinkerstein und wir haben natürlich die weiße Fuge. Da muss man einfach mal gucken. Wir werden heute das Ganze mit zwei verschiedenen Produkten ausprobieren. Beziehungsweise nicht nur ausprobieren, ich weiß, dass es funktioniert. Und die Art und Weise finde ich eigentlich ganz schön. Dort fangen wir allerdings mit der roten Grundfarbe an. Oder je nachdem, was ihr für einen Ton habt. Ihr könnt natürlich auch ein dunkles Braun nehmen. Oder das geht auch mit hellen Steinen, geht das natürlich auch. Wobei da finde ich das dann immer schöner, wenn man dann einen anderen Kontrast setzt. Das heißt, wenn ihr zum Beispiel mit so sandfarbenen Steinen arbeitet, finde ich tatsächlich eine dunklere Fugenmasse viel schöner, weil es einfach noch einen viel schöneren Kontrast gibt. Aber auch dort könnt ihr natürlich mit einer weißen Fugenmasse arbeiten. Jedenfalls finde ich es immer ganz schön, wenn das so ein bisschen nicht so sauber ist, sondern so ein bisschen so ineinander übergeht. Und genau diesen Effekt werden wir heute hiermit auch erzielen. Ja, ich habe hier schon mal ein paar Teile vorbereitet. Ich habe hier ein paar Resinteile. Wir haben hier ganz klassisches Mauerwerk, Klinkersteine. Und die werden wir mit zwei Produkten heute mal bearbeiten. Zum einen ist es ein Whitewater Highlight von Woodland Scenic. Also das ist hier auch eine Earth Color Farbe. Beziehungsweise es ist eine sehr hochpigmentierte Farbe. Die werden wir noch ein bisschen verdünnen. Wir können sie auch komplett so aus der Tube nehmen, dann ist sie allerdings sehr, sehr dick. Ich nehme mal ganz gerne noch ein bisschen Glasreiniger mit hinzu, um halt die Oberflächenspannung zu brechen, damit es besser in die Rillen fließt. Und als zweites nehmen wir hier von AK Weathering Plaster Base. Da könnt ihr auch normale Spachtelmasse nehmen, ein Gips oder so, das ist nichts anderes. Das ist halt hier ein, ich mache das mal auf, das nutze ich ganz gerne, um zum Beispiel auch Pigmente aufzutragen. Damit mache ich meine Pigmentmasse ein bisschen dicker, um richtig festen Schlamm, richtig dicken Schlamm zu erzeugen. Das ist ein gutes Produkt, aber wie gesagt, ihr könnt auch, denke ich mal, ich will jetzt hier nichts versprechen, aber ich denke, es funktioniert auch einfach guter Gips aus dem Baumarkt. Ja, um das natürlich zu verflüssigen, brauchen wir ein bisschen Wasser. Hier steht zwar Isopropanol drauf, aber es ist Wasser drin. Und das werden wir jetzt mal ausprobieren. Mit diesen zwei Produkten. So, wir beginnen mit dem ersten Produkt. Ich nutze jetzt hier AK Weathering Plaster Base in einem trockenen Zustand. Ihr könnt wahrscheinlich auch normalen Gips aus dem Baumarkt verwenden, aber wie gesagt, da nehme ich keine Garantie, ob das genauso klappt. Und jetzt pinseln wir einfach mit einem trockenen Pinsel, wichtig, das ganze Pulver. Ich denke mal, ihr könnt hier auch super Pigmente für verwenden. Wenn ihr helle graue Pigmente zum Beispiel habt, dürfte das genauso gut funktionieren. Ja, wir haben jetzt schön grob das Pulver aufgestrichen. Jetzt klopfen wir das einmal grob ab und gehen nochmal mit einem größeren Pinsel rüber, um das wirklich nochmal in die Fugen zu verteilen und natürlich das Grobe einfach nochmal ein bisschen wegzumachen. Ihr seht hier oben natürlich, das sind natürlich Betonsockel, die werden natürlich dann farblich noch anders abgesetzt. Das könnt ihr dann machen, wie ihr möchtet. Es geht ja jetzt erstmal nur um den reinen Klinkerstein. Als nächstes müsst ihr das Pulver befestigen. Dazu nehme ich einfach Wasser in einem Pumpzerstäuber und sprühe das Bauteil einmal ein. So, das reicht in dem Fall schon und das muss jetzt einmal kurz trocknen. Wir haben jetzt hier das getrocknete Teil. Sollten euch jetzt die Fugen noch zu wenig befugt sein, dann könnt ihr gerne nochmal eine zweite Schicht machen. Das können wir jetzt gerne nochmal machen. Also nochmal das Ganze und das Ganze nochmal mit Wasser befeuchten.
Nachdem das Ganze nun durchgetrocknet ist, habt ihr natürlich immer noch eine sehr weiße Oberfläche. Nun schnappt ihr euch ein Tuch. Ich habe hier ein Mikrofasertuch von Optik Trapp. Vielen Dank an Konstantin an dieser Stelle, der mir diese Tücher zur Verfügung gestellt hat. Und zwar ist das besser als ein Zebertuch zum Beispiel, weil mit dem Zebertuch rubbelt ihr das Zebertuch auf und ihr habt überall weiße Fetzen hängen, das löst sich auf. Mit so einem kleinen Mikrofasertuch ist das echt super. Das befeuchtet ihr einfach ein bisschen mit Wasser und geht dann über die Oberfläche rüber. Ja, und fertig sind unsere Fugen. Ihr könnt jetzt natürlich im Nachgang das Ganze nochmal mit dem Originalfarbton einfach ein bisschen trockenbürsten, damit es einfach noch sauberer wird. Und dann natürlich auch noch mit einer helleren Abstufung könnt ihr ebenfalls rübergehen, um da noch ein bisschen also einen leichten Effekt rauszuholen. Die Sockelleisten müssen natürlich noch in einer anderen Farbe angemalt werden und dann wird das schon recht gut aussehen. Das ist auf jeden Fall eine Art, wie man solche Fugen machen kann. Verwenden wir das Ganze jetzt mal mit einer Farbe. Als nächstes verwenden wir Whitewater Highlight von Woodland Scenic. Eigentlich ist das ein Produkt für ja, Schaumkronen, um Schaumkronen darzustellen. Wir werden das heute mal zweckentfremden. Das funktioniert auch sehr, sehr gut. Ich verdünne die Farbe meistens noch mit ein bisschen Glasreiniger, damit einfach die Farbe ein bisschen dünner wird und die Oberflächenspannung ein bisschen gebrochen wird. Ja, diese Farbe, da würde ich euch empfehlen, wenn ihr wirklich mit Farbe arbeitet, arbeitet euch das Stück für Stück ran. Das heißt, wenn ihr große Flächen habt, macht das lieber in zwei, drei verschiedenen Parts. Weil nicht, dass euch das dann zu krass antrocknet. Also, wir nehmen die Farbe, pinseln es einfach über das Mauerwerk rüber. Und als nächstes nehmt ihr euch wieder ein Tuch und Wasser und reibt die Farbe wieder von der Oberfläche runter. So, auch hier könnt ihr jetzt natürlich nach dem Trocknen nochmal mit dem Originalfarbton rübergehen. Ihr seht auch, hier habe ich ein bisschen zu doll gerieben mit dem Tuch, aber das ist gar nicht schlimm. Es gibt einfach so einen leichten Orangeton. Also ihr könnt einfach mit dem Wasser oder mit dem nassen Tuch einfach noch so ein bisschen Farbvariation reinbringen. Ich würde aber trotzdem auf jeden Fall nochmal drüber bürsten. Aber ihr seht schon, es sind auf jeden Fall zwei verschiedene Optiken. Also hier haben wir das eher gleichmäßig, dafür nicht so extrem. Hier haben wir natürlich sehr, ja, es ist so ein bisschen gebrochen, das Ganze, die ganze Struktur ist so ein bisschen aufgebrochen. Aber dafür ist es natürlich viel, viel heller. Man könnte jetzt auch nochmal eine zweite weiße Schicht Farbe drüber geben. Und das kann man ja so lange machen, wie einem das Ergebnis dann gefällt. Aber ich finde es auf jeden Fall eine schnelle Art und Weise, das Mauerwerk auf jeden Fall mit einer Struktur zu versehen. Und das sieht jetzt natürlich auch ein bisschen komisch aus, weil wir natürlich eine komplett geklinkerte Wand haben. Also richtig schön kommt dieser Effekt zum Beispiel auch, wenn ihr eine verputzte Wand habt und ihr habt so zwei, drei aufgebrochene Stellen, wo dann der blanke Ziegel zu sehen ist. Dort finde ich das auch immer ganz schön. Da kann man auch viel, viel sauberer arbeiten. Da kann man dann auch mal ruhig mit einem Wattestäbchen das schnell sauber machen, die einzelnen Steinchen. Wir haben hier natürlich sehr, sehr kleines und feines Klinkermauerwerk. Da sieht das alles ein bisschen gröber aus. Aber ich finde es auf jeden Fall eine gute Art und Weise, wie man schnell und einfach verfugt. Entweder hier mit so einem Pflaster bzw. Gips oder halt mit Whitewater Highlight von Woodland Scenic. Ja, das war jetzt wieder schnell und einfach. Wir konnten jetzt mit zwei unterschiedlichen Produkten das super einfach und schnell verfugen. Na klar, müsst ihr da einfach immer erstmal gucken, okay, was habt ihr für ein Mauerwerk? Gerade im 28 mm Bereich, im Fantasy-Bereich, ist das Mauerwerk einfach ein bisschen grober, ein bisschen gröber. Da kann man das super machen. Hier bei dem Kleinen ist es natürlich, ist es dann auch hier Resin und das ist, hier sind so ein paar. Also wenn man hier rubbelt, dann ja, geht auch ganz schnell Farbe natürlich verloren. Die Oberfläche wäre ein bisschen schöner gewesen, wenn sie glatter gewesen wäre. Also so wie hier zum Beispiel auf der Rückseite. Dann könnte man das so viel leichter abwischen. Aber oftmals hat man das bei diesen gröberen Steinstrukturen, da geht das sehr, sehr gut. Ja, ich habe halt extra dieses kleine, feine Mauerwerk genommen, um einfach mal zu zeigen, dass das auch hier geht. Und ich finde, der Effekt ist einfach schnell, der sieht gut aus. Und ich mache das super gerne. Natürlich muss man da einfach noch mal ein bisschen sauberer arbeiten. Und es muss halt einfach zu dem Gesamtobjekt passen, ne? Hier haben wir jetzt einfach nur zwei kleine Einzelteile gehabt. Ja, mich interessiert es auf jeden Fall, wie ihr verfugt. Was nutzt ihr zum Beispiel? Man könnte zum Beispiel auch tatsächlich Fugenfarbe. Nutze ich auch ganz gerne. Zum Beispiel nutze ich gerne in meine Erde rein. Damit ja, färbe ich zum Beispiel meine Erde ein, um halt Platten zu bauen oder Geländestücke. Das könnte auch funktionieren, indem man einfach diese Fugenfarbe nimmt.
Das könnte gut funktionieren. Natürlich verschiedene Gipse, auch Pigmente könnten funktionieren. Aber was nutzt ihr? Wie habt ihr bislang eure Fugen verfugt? Schreibt es doch mal unten in die Kommentare rein und lasst uns darüber diskutieren. Falls ihr das Video okay fandet, dann lasst doch gerne mal einen Daumen da. Ein Abo wäre auch schön. Und ja, wir sehen uns dann am kommenden Samstag zu einer neuen Folge zu TBTV. Ich weiß noch gar nicht, was kommt. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss. Ihr wollt einen Blick hinter die Kulissen werfen? Dann folgt uns bei Instagram.